Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt hast du natürlich gesehen, neuer Gast. Nein, der Kuti MC hat sich nicht verwandelt. Es ist ein weiterer Gast. Kuti ist nämlich dort hinten. Der ist mit dir am Chatten. Und herzlich willkommen, Lukas. Ja, merci vielmals heute zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Lukas, dich hat mich ja eigentlich als Turner. Genau, ja. Also du hast eigentlich mit dem Sport angefangen und hast sogar die Silbermedaille gehabt bei der Europameisterschaft. Genau, ja. Letztes Jahr habe ich die Silbermedaille gewonnen. Herzliche Gratulation. Merci. Das ist mal eine Leistung. Vor allem, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass du gesundheitlich nicht, nicht einfach gehabt hast. Ja, es ist nicht immer einfach gegangen, ja, bei mir. Aber ich habe immer probiert, durchzubeissen und durchzukämpfen und einfach meinen Träumen zu folgen. Also einfach, damit die Leute hier auch noch schnell so mitbekommen, von was wir reden. Du bist ja Epilepsie erkrankt. Genau. Und lässt dich aber nicht umkriegen. Du bist trotzdem wieder voll dran, dich zu erholen. Jetzt geht von deiner Knieoperation, wie du mir vorher erzählt hast. Genau, ja. Und mit der Musik machst du vorwärts. Wo holst du die ganze Kraft her, um bei allem dran zu bleiben? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einer, der gerne immer etwas tut und immer etwas machen und auch immer etwas Neues. Und Motivation zum Turnen hole ich mir von der Musik und das hat mir mega weitergeholfen und ich behalte das auf meinem Weg bei, die Musik, und das, ja, es bringt mir mega viel und es bedeutet mir viel. Mhm. Wie bist du aber eigentlich zu der Musik gekommen? Ist das eigentlich während dieser Phase gewesen, glaube ich, wo du nicht mehr Sport machen konntest, oder? Genau, also wo ich wegen der Epilepsie viele grosse Wettkämpfe verpasst habe, habe ich etwas gebraucht, wo ich sagen kann, hey, da kann ich mich noch reinhängen, damit ich wieder Sport machen kann, wo ich meine Gefühle freien Lauf lassen kann. Und dann bin ich zum Singen gekommen und ja, das hat mir wirklich geholfen und das hat mich wieder zurück in die Turnhalle getragen. Und genau, und ich gebe nie auf. So, also super, also es ist doch etwas Ergänzendes. Also du kannst genau Sport machen, so wie auch Musik. Genau. Oder eben ja, das hilft irgendwie wie gegenseitig vielleicht. Das auch. Ist so, ja. Gut, ist das vielleicht auch etwas für dich, dass du jetzt fast von Kunstturnen? Ja, ich habe eine neue Pirouette entwickelt. Oh, zeig mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Pirouette. Heißt Lukas Pirouette. Nice. Sehr schick, sehr schick. Exklusiv für dich, Anni. Wunderbar. Habe ich Zukunft im Kunstturnen? Ich denke, du hast sehr viel Eleganz. Also nein, ist gut. Danke. Also von einer Skala von... Du hast ja gerne Skalen, ne? Ja, von, genau. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie viele Punkte gibst du für einen Kuti seine Pirouette? Ja, also... Ja, da muss man schon recht hohe Noten geben, weil die Ausführung war wirklich schön. Ja, wirklich bis in die Zechenspitze. Also, ich denke, es 9 geben wir. Oh. Ja, wirklich wow. Gut. Danke vielmals. Ja, der Chat möchte dir auch noch deinen Respekt sagen. Also Max Mutzke ist sehr stolz auf dich. Und auch die Lea findet es sehr schön. Der hat sich also den 3-jährigen Pirouettenkurs ja gelohnt. Ja, das denke ich auch, ja. Ja gut, jetzt hast du Feedback bekommen für deine sportliche Einlage. Und jetzt wäre ich aber dafür, dass wir eine musikalische Einlage bekommen. Und zwar von dir, Lukas. Sehr gerne. Mach dich doch schon mal bereit für deine Performance. Und du hast eine Unterstützung mitgebracht, gell? Genau, von der Cecily von der EFAS Music Factory. Und sie wird mich begleiten. Sie ist mein Gesangscoach. Sehr gut. Cecily, komm doch mal rein. Applaus für Cecily. Herzlich willkommen, liebe Cecily. Nimm doch mal deine Position ein. Der Lukas macht sich auch schon mal bereit. Und damit ihr nicht das Gefühl habt, dass wir viel zu wenig mit dem Lukas geredet haben, kann ich schon mal verraten, der Lukas ist eigentlich da für die folgende Joyzone-Sendung, wo er nachher ausführlich wird erzählen, was er nicht nur in seiner sportlichen Karriere erlebt hat, wie es mit seiner Musik läuft, und auch das Thema von seiner Krankheit, Epilepsie, wird behandelt. Und das Ganze am 7. Bei der Joyzone. Von dem her lohnt es sich für die Tunes zu bleiben. Und Tunes sind eher auch hier. Das heisst, du durch den Lukas heute begleiten, genau. Nicht nur musikalisch, sondern es gibt dann auch etwas zu gewinnen bei der Joyzone, gell? Ganz genau, ja. Also es gibt von der EFAS Music Factory gibt's einen Gutschein sozusagen, um zu kommen und dann ein Lukas-Date zu machen. Mhm. Und dann kann man bei uns aufnehmen, also Gesangsaufnahmen machen.
Wow. Und man bekommt auch Begleitung und so. Ich bin auch Gesangscoach, oder? Und da wird man auch begleitet in dem Ganzen und kann dann eben eine tolle Aufnahme bei uns machen, mit dem Lukas dabei. Hey, super. Also ein Date mit dem Luca, Vocal Training für dich. Es ist ein Wert von 500 Franken, das Gutschein. Und so, Aufnahme im Studio. Wenn du sie möchtest gewinnen, dann musst du via Skype bei der Joyson anrufen. Und ich würde sagen, damit sie auch wissen, was sie sich musikalisch einlösen, legen doch direkt los mit eurer Performance. Und Lukas, sag uns doch schnell, welches Lied du für uns performen willst. Es ist meine erste Single, die «Back Right Now» heisst, die seit letzter Woche draußen ist und man auf iTunes posten kann. Und heute habe ich auch extra mein Musikvideo aufgeschaltet. Also klickt auf YouTube, gebt Lukas Fischer «Back Right Now» ein und dann kommen wir aufs Video. Perfekter Tease und der Vorgeschmack gibt es jetzt.